Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Origins. So, wir haben hier jetzt alles geplündert, was es zu plündern gab. Ja. Muss jetzt mal gucken, wie ich jetzt hier wieder rauskomme. Naja, hier. Ja, haben die Quest mit dem Stich jetzt erledigt. Selkit kriegt jetzt keine Opfer mehr. Da haben wir ja gehört, die Gesänge gehört. Gehen wir jetzt direkt zu dem Steinkreis. Machen da weiter. Schön, dass sie auch darauf geachtet haben, dass es ein Geräusch macht, wenn man sich mit einem Schild und anderen Waffen irgendwie an so einem engen Ding da vorbeizwingt. Ein Mannequin, okay. Papo, als du Mutter kennengelernt hast, woher wusstest du, dass sie dich mag? Hathor. Ich habe es so schnell gefunden, Tom hat wieder nicht gehört. Vielleicht, wenn ich noch mal reingehe, vielleicht hören wir es dann. Papo, als du Mutter kennengelernt hast, woher wusstest du, dass sie dich mag? Mein Herz ist in Flammen aufgegangen. Sie hat gelächelt und mich ganz hilflos gemacht. Also wenn ein Mädchen dich mag, dann lächelt sie dich an? Mein Sohn, es gibt Dinge, die ich dir erklären kann. Die Sterne, wie man kämpft. Aber das ist etwas, was nicht einmal die Götter verstehen. Dafür wirst du eine Göttin fragen müssen. Hathor, Göttin der Mutterschaft und Freude. Sie wird von allen Ägyptern geliebt. Vom Geringsten bis zum Größten. Als Geliebte des Westens heißt sie die Toten in der Nachwelt willkommen. Na, jetzt konnten wir doch noch herausfinden, was es war. Okay. Genau. Das ist ja nicht weit. Ach, da waren wir doch schon. Müssen wir hier noch mal rein? Hey! Ja. Oh! Was? Hey, was? Ach, was denn? Stirb, du Sau! Ich wusste gar nicht, dass das hier bewacht wird. Ah!
Noch einer. Was? Da, tot ist er. Ja, hier steht Erkundungsgebiet, aber was soll ich denn hier erkunden? Ah. Okay, wer ist das? Wer da? Ich bin bewaffnet. Ich werde dir so sehr wehtun, dass die Götter Lieder über deinen Schmerz singen werden. Bleib friedlich, mein Freund. Ich bin doch nur neugierig. Es ist kaum noch etwas von Wert übrig. Die Schakale haben hier schon alles leergeräumt. Ich las von einer uralten Schlacht zwischen Mahes und Ochos. War das vielleicht hier? An diesem Ort hier starb Mahes im Kampf mit Bagoas dem Eunuchen und Mentor von Rhodos. Vielleicht kennst du meine Version von Ma'ani Jehuti. Nein? Macht nichts. Weißt du, was aus Mahes Schwert wurde? Das Schwert von Ptah? Das sowohl Sachmet als auch Selket heilig sein soll? Nein. Aber wie gesagt, dieser Ort wurde längst geplündert. Die Banditen sind nördlich von hier. Von dort halte ich mich fern. Danke. Da gehe ich hin. Klar, er hält sich fern, wir gehen hin. Warum denn auch nicht? Ich muss mal auch mal wieder nach meinen Fähigkeitspunkten gucken und nach meiner Ausrüstung. Mach ich gleich, wenn ich das mit den Banditen geklärt habe. Wow. Das sind die Räuber, die der Historiker erwähnte. Wo sie das Schwert von Ptah wohl aufbewahren. Ja, Moment. Okay, in der Höhle. Dann lohnt es sich ja gar nicht, hier alle platt zu machen. Aber ich denke, den können wir da hinten befreien. Scheiße, geht nicht. Hey, was? Sind ganz schön viele. Hey, Waffen bereithalten. Verstanden? Ich deck dich. Sei um. Hey. Na, komm. Ich hab freie Schussbahn! Scheiße, was hat er denn? So. Senno? Und du bist der Nächste. Ich töte dich.
Doch, du gehörst mir. Einmal schön Foto machen. Komm, wir müssen weiter. Mein Löwe. So nicht zu gebrauchen. Ich danke euch, teuerste Göttinnen. Damit werde ich den Glauben erhalten. Hör zu, du wolltest doch nur einfach ein cooles Schwert haben. Wo ist mein Löwe? Ist der weg? Ich verstehe nicht, warum der nicht mit reingekommen ist. Toll. Ach, guck mal, wo ich denn bin. Ach, guck mal. Stufe 31, okay. Ach, wir gucken jetzt erstmal nach der Ausrüstung. So, ich brauche jetzt erstmal vielleicht was Neues. Ich hätte aber gerne was, trotzdem noch eine große Waffe da. Mit großen Waffen habe ich aber nichts. Dann bleibt der. Genau, dann machen wir das da rein. So, da haben wir auch ein größeres. Und zwar das. So, das ist der mit den einfachen Pfeilen. Der Pater. Oder geschwungener Bogen. Ne, der Pater. Ja, und da gibt es auch einen besseren. Habe ich gerade gesehen? Ne, doch nicht. Habe ich doch nicht gesehen. Wir haben den Hades. Mhm. Die habe ich ja schon. Was sind das eigentlich für Bogen? Schnellfeuer. Mh. Das sind die normalen, genau. Das ist mehrere Pfeile. Dann haben wir noch den Hades. Das ist Präzision auf Distanz. Nehmen wir den mal. So, dann können wir jetzt hier ein bisschen wieder weitermachen. Genau, stelle ich erstmal hier. Versteckte Klinge. Wird erstmal erhöht. Köcher. Da habe ich jetzt nicht genug für. Holz fehlt mir wieder. Brustschutz. Und die Tasche. Super. Gut, dann habe ich jetzt ja hier alles, ne? Ja. So, Fähigkeiten. Habe ich 4 Punkte zu vergeben. Und dann nehme ich, boah, ich weiß es gar nicht. Pfeilsammer, erbeute Pfeile, die in einem Schild stecken und leg sie in dein Inventar. Boah. Kopfschuss-EP.
Attentatbeute finde ich auch noch sehr gut. Heimliche Kills-Serie. Aufeinanderfolgende Attentate gewähren dir einen EP-Bonus, solange du nicht entdeckt wirst. Aha. Was haben wir hier jetzt? Verbesserter Raubtierbogen, verbesserter leichter Bogen, verbesserter Jagdbogen, verbesserter Kriegsbogen, Jagdinstinkt. Was haben wir da? Höchstleistungs-EP, Adrenalin, Handelsvertreter, Verwesungsgift. Boah. Ich weiß es gar nicht. Ach, ich glaube, ich nehme den jetzt hier. Ja. Was wir im Inventar haben. Und unsere Ziele. Ja, die wissen wir ja noch. So, Quest. Maske der Echse. Rache des Poeten und der Philosoph. Kann man hier jetzt sowas sehen? Nee, ne? Nee. Ja, genau. Da dürfte ich jetzt nicht mehr hin. Da bin ich noch zu schwach für. Na, hier könnte ich zum Beispiel überall hin. Na gut, aber wir machen jetzt erstmal diese kleinen Sachen. Was ich jetzt zum Beispiel gerade noch als wichtig finde. Die Rache des hier. Philosoph. Der Philosoph ist da. Können wir unsere Frau eigentlich besuchen gehen? Ich will wieder Sex. Sie sind aber auch echt ständig am Poppen. Runter, 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 runter. Dann willst du ja nicht übertreiben. Ja, da vorne ist es auch gleich. Ich dachte gerade, was ist das denn für ein riesen Kürbis? Das sind Töpfe. Also so Krüge, so Tonkrüge. Das sah gerade aus, ey. Hier ist die Stelle, an der Tifibi sein soll. Was ist mit Tifibi gesehen? Passiert. Ja, ich kann es mir denken. Sein Blut ergoss sich ins Wasser. Er ist weggeschwommen. Sein Blut ergoss sich ins Wasser. Er ist weggeschwommen. Ja.
Die Spur führt um den Leuchtturm. Ich frage mich... Ein Krokodil. Nicht wahr? Die Blutspur führt zu dieser Tür. Ich muss auf alles gefasst sein. Tefibi, deine Mutter wollte, dass ich dich finde. Tja, das ist gut. Ich hätte dich sonst auch verletzt. Mit meinen Gedanken. Wohl kaum, kleiner Mann. Na gut. Bitte hilf mir hoch. Oh, mir ist ein bisschen schwindelig. Ich glaube, ich habe viel Blut verloren. Ich bring dich schnell zurück zu deiner Mutter. Sie wird wütend sein. Aber gut, geh vor. Ich kann mich auf den Beinen halten. Mutter schickte einen Krieger zu meinem Schutz. Ein Philosoph braucht eine Wache. Hey, ich bin nicht deine Wache. Ich helfe deiner Mutter. Dein Abzeichen? Das Auge des Horus? Mein Magi-Abzeichen. Wow. Magi? Ja, jetzt ist er wirklich verletzt. Magi? Ah, altes Königreich. Wurden die nicht von den Ptolemäern getötet? Bis auf einen. Darf ich deine Geschichte aufschreiben? Der letzte Magi wäre eine fantastische Erzählung. Nun ja, was für eine Geschichte würdest du erzählen, Tefibi? Ich weiß, eine Fabel. Eine, die sogar Aesop in den Schatten stellt. Ich mach dich zu einem Kamel, glaube ich. Ich glaube, ich wäre aber lieber kein Kamel. Wie schade. Vielleicht ein Adler? Wie wär's mit einer... Was ist los? Ja, schnappt ihn! Er ist ein Dieb! Was? Hast du sie bestohlen? Verteidige meine Frau. Oh, jetzt werf ich. Hallo. Scheiße, ist der irre? Was? Jetzt aber. Ich kann gleich nicht mehr. Jetzt habe ich die Schnauze voll. Wieso durchbricht er denn den Schild nicht? Bin tot. Das gibt's ja wohl nicht. Es ist, glaube ich, jetzt das zweite Mal, dass ich in dem Spiel gestorben bin. Und ich krieg gerade einen Anfall. Wieso bricht er denn nicht durch den durch? Ich verstehe das nicht. Mutter schickte einen Krieger zu meinem Schutz. Ein Philosoph braucht eine Wache. Hey, ich bin nicht deine Wache. Ich helfe deiner Mutter. Dein Abzeichen. Da! Schnappt ihn! Er ist ein Dieb! Hast du sie bestohlen? Verteidige meine Freiheit, Krieger! Ich kümmere mich darum. Ich kann nichts sehen gerade. Stirb, du Wurm! Geht doch. Das war's. Stirb!
Du Bastard! Gut. Das sollten alle gewesen sein. Na los, Junge. Lauf. Tefibi, hast du mir etwas von deinem Abenteuer verschwiegen? Eine Kiste Drachmen vielleicht? Du kränkst mich, Magi. Ich bin auf der Suche nach Wissen. Ein paar Drachmen hier und da, aber nie gestohlen. Es scheint wohl niemand mehr zu kommen, Tefibi. Zurück zu deiner Mutter und deinen Studien. Besuche mich jederzeit in Alexandria, Magi. Ich werde ein großer Philosoph. Wart's nur ab. Ich freue mich darauf, Tefibi. Ah ja, Philosoph aus Versehen. Rache des Propheten. Wo soll das? Ach, das soll da sein. Okay. Komme ich am besten, wenn ich von hier aus... Community geteilt. Auf der Weltkarte kannst du die Bilder nach eigenen oder geteilten Fotos anderer filtern. Ob egal. Also finde ich echt lustig mit den Fotos. Ist cool. Ich bin tot. Wieso ist das denn jetzt nicht gegangen? Was war das denn jetzt für eine Scheiße? Ich glaube, bin ich richtig abgesprungen. Ne, ich kann auch keine Pferde klauen. So, ich muss da rüber. Ist der etwa da drinnen, der Typ? Finde und rette die Schauspieler. Die Schauspieler sind in der Accra-Garnison südlich des Ostens. Ja, okay. Das wird ja lustig. Ja, ich weiß ja, wo die sich befinden. Diese Zone ist tabu. Hält uns das auf? Nein. Hey, was? Zu langsam. Hey, da. Was? Da unten ist welche da. Komm raus. Raus. Hier mache ich jetzt erstmal so eine Falle hin. Was?
Stirb, du Wurm! Hey, was? Na, kommt her. Das war's. Stirb! Hauptmann. Ich hab keine Pfeile mehr. Hey, ich schlitze dich auf. Geil. Danke. Die Götter segnen dich. So, ihr seid frei. Zu stark, der Bastard! Mich! Tschüss, altes Biest! Na, 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 komm! Hallo! Psst, du wirst ewig in meinen. So, bitteschön. Psst, du wirst ewig in meinen Gedichten leben. Bring mich nur hier raus. Danke. Die Götter mögen dich segnen. Mist! Zähes altes Biest! Ach so, den muss ich wieder tragen. Ah, in die Freiheit getragen. Welch einmalige Erfahrung. Ja, ich hab da hinten aber, glaube ich, noch... Sei doch still! Ein paar Rebellen. Zu stark, der Bastard! Hey! Hey! Vorsichtig, großer Bursche! Nein! Lass mich nicht zurück! Ich muss von hier verschwinden! Wer bist du? Was? Ja. Was? Du kannst nicht fliehen. Bin bereit. Da bist du zu ja. Gütig. Vielen Dank. Na, 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 komm, komm. Juhu. Da hinten sind auch noch welche. Hey, was? Hey, was? Tod den Speichellecker herkommen sein. Ich reiß dir die Eingeweide raus. Wo ist er denn, der Typ? Zu gütig. Ich danke zu dir. Stark! Hau weg hier! Stirb, du Wurm. Ja, hier ist keiner mehr. Die hauen alle ab. Der Bastard! Damit hat sich das jetzt auch erledigt. Da auch noch welche? Danke. Die Götter segnen dich. Er ist zu stark. Verdammt. So, jetzt müsst ihr aber frei sein. Überleg mal, und dafür kriegt man nur 50. Ein bisschen wenig. Danke. Die Götter segnen dich.
Was jetzt ja wirklich viele Rebellen waren, ne? Ah, das erinnert mich an meine Jugendzeit. Bei meiner ersten Aufführung war ich ein vortrefflicher Sack Getreide. Ich bitte dich, sei still. Vielen Dank. Es gibt noch zwei von uns. Sie sind geflohen. Gennadios Philakitai wollen sie töten. Sie sind mitsamt dem Stück auf dem Weg zum Palast. Gerät es in falsche Hände, ist Phanus in großer Gefahr. Wo sind die Darsteller? In ihrem Haus, nicht weit von hier. Sorge dich nicht um mich. Ich finde selbst zurück zum Theater. Gut, meine Lieben, und ich sage Tschüss bis zum nächsten Mal.